are now going to head over to the Arabian Nights, guys. Good luck on your run. Look forward to seeing it. And here we go. Und der Run fängt an. In dem Sinne, bis später, Leute. Ciao. This is Arabian Nights. With me is Scotty. He's gonna be doing the introduction. So yeah, in 3, 2, 1... Okay, also, Spiel geht los. Wie schon gesagt, wir spielen Arabian Nights, ein Computerspiel aus dem Jahre 2002. Es ist ein wundervolles Spiel, was zum Glück auch gar nicht aussieht wie Prince of Persia. Nein. Nein, das ist Zufall. Und wir werden das ja auch total brutal ernst, serious-mäßig kommentieren, weil das Spiel nimmt sich auch total ernst. Hm. Ja, ganz klar. Wir müssen zuerst was zur Kategorie sagen, was so ein bisschen auch Arabian Nights in der Nutshell darstellt, weil die Kategorie heißt Any Percent with Dialogue. Was bedeutet, wir sehen Dialoge, da die Dialoge komplett skippbar wären, wenn man einfach die Lautstärke auf Null setzt. Und glaubt mir, wir wollen die Cutscenes und die Dialoge sehen. Genau. Weil generell sind Cutscenes nicht skippbar. Und wie gesagt, wir wollen sie sehen, weil sie sind cool. Und wir sehen jetzt hier auch schon, wie wir uns wundervoll durch diese Wand klippen, weil... Naja, Wände sind auch eher so Vorschläge. Ja, muss man jetzt nicht beachten, ne? Genau. Und jetzt fallen wir erstmal. Und es ist wirklich tatsächlich so einfach, out of bounds zu gehen, wie es hier aussieht. Das Spiel lässt das zu. Das ist übrigens die erste Prinzessin, die wir retten müssen. Wir müssen ein paar von denen retten. Aus Gründen. Genau. Das Spiel hat insgesamt 5 Prinzessinnen, aber wir werden im Run sehr wahrscheinlich nicht alle sehen. Was eigentlich schade ist, weil die alle sehr liebevoll designt sind. Aber sowas voll. Es kann übrigens auch sein, dass das Spiel zwischendurch mal crasht, also nur, dass ihr das schon mal wisst und euch nicht wundert, falls das mal vorkommen sollte. Eine sehr schöne Cutscene gewesen. Ja, die Synchro ist auch großartig. That's never been a part of the speedrun, and I'm not sure if it's ever been part of anybody's casual run either, because it's so difficult to get to that part. Prinzessin gibt es irgendwie immer im Sonderangebot bei solchen Spielen. Ja, das stimmt. Casually a couple of times, and I just couldn't. Aber irgendeine Story müssen wir ja haben. Auch wenn wir sie nicht unbedingt verstehen. Genau. Hauptsache, sie ist da. Ja. Yeah. Ein Spiel wird nicht dadurch schlechter, dass wir die Story nicht verstehen. Das habe ich gelernt. This run has changed quite a bit. One of the things we found out is that this game has a stealth mode. Do not ask me why, it just does. The way you dieses Labyrinth-ähnliche ist übrigens auch kein richtiges Labyrinth, wenn wir anyway, we're gonna try quasi über out of bounds gehen können. Ja. Und überall rumspringen können, wo wir eigentlich nicht rumspringen sollten. The way it's supposed to. So I'm gonna double tap. What the heck? Alright, jump. Das Labyrinth sollte uns eigentlich auch irgendeinen total wichtigen Ring geben, den wir definitiv für den Verlauf des weiteren Spiels brauchen. Aber nicht im Run. Das heißt, wir brauchen das Labyrinth halt auch nicht, weil das Item ist nicht nötig. I know what's happening. The archers are trying to kill me. Yeah. Hat er gerade Probleme, die Tür da sich aufzumachen, auf dem Weg, den er verfolgt? Es sieht so aus. Als ob diese Tür solide ist. The cutscenes in this game sometimes just they don't take away control, they don't stop anything, they just move the camera around, so it's difficult to do anything. Warum die Prinzessin so wenig begleitet ist? Die sind
in der Wüste bei Arabian Nights. Das heißt, es ist sehr heiß und deswegen kann man das nie nicht verübeln. Jetzt hat er aus Versehen über sein Safe-Game gespeichert, was er da benutzen wollte, um da reinzukommen, und jetzt muss er doch die Wache töten. Wow, intended away. Way, Weg. Und jetzt können wir auch schon einen wundervollen Dialog hören. Ja. Mit auch sehr schönen Gesichtsausdrücken von ihm. Und aus irgendeinem Grund verschwindet die Prinzessin dann, nachdem wir sie geküsst haben. Ja, irgendwie so ein Genie und der portet diese Prinzessin irgendwohin zurück, wenn sie geküsst werden, aber dabei nicht verheiratet sind. Ja, irgendwie sowas ist die Story dahinter. Also auch sehr sinnvoll auf jeden Fall. Ja. Und der Witz ist, dass die Dialoge teilweise so schlecht synchronisiert sind, dass man sie trotzdem nicht versteht, auch wenn man genau hinhört. Ja. Das heißt, du kannst das Spiel theoretisch so nicht wirklich verstehen. Selbst wenn du es versuchst. Ja, genau. Und seine Dialoge sind auch super, sowas wie nur Weil zu Prinzessin muss man auch nichts weiter sagen, außer Er sammelt jetzt übrigens diese Puzzleteile, er braucht 5 Stück. Da müssen wir sogar wirklich mal wieder was teilweise so machen, wie das Spiel das erwartet. Wenn wir nicht einfach out of bounds gehen und einfach weitermachen. Ja, aber das ist einer der seltenen Stellen, wo wir das tatsächlich tun müssen. Sure, flawless. Working as intended. So one of the things about this is that when you press W and might be able to show that off somewhere in a bit. You go forward. Ja, wir müssen tun, was das Spiel von uns erwartet. Es ist so unerwartet, nicht wahr? Sehr. Man muss bei diesen Schlangen übrigens ein bisschen aufpassen, weil sie uns slammen können und man kann nur mit einem Backflip entkommen, aus welchem Grund auch immer. If they're not dead, the game's auto-aim, it has some sort of weird, janky auto-aim. Die Puzzleteile sehen eher aus wie Pizzaschachteln. Stimmt. Ja, kommt halt immer drauf an, wie das Puzzle da drumherum aussieht, ne? Sind halt sehr große Puzzlesteine. Für jetzt hier zu sehen, eine große Wand. Genau. Im Hintergrund hören wir auch die ganze Zeit noch ein von irgendeinem Gegner, der da irgendwo ist. Der ist halt irgendwo da. Der interessiert uns nur nicht. So this is the genie that created the Sultan's 5 daughters. It makes sense in this universe. Sure. And for some reason he was stuck in a wall. I'm not sure why, because you can get out walls so easily in this game. Ja, welche Farbe soll ein Genie auch sonst haben, außer blau? Also bitte. Ja. Ali, der Hauptcharakter, soll im Verlauf des Spiels übrigens 5 Frauen heiraten, alle am selben Tag. Sportliches Ziel. Ja. Blöd nur, dass wir nicht mal alle sehen werden. Warum sollte man auch jemanden sehen, um diese Person zu heiraten? Das ist ja auch absurd. Ja. Jemanden kennenlernen wird überbewertet. Ja. Wir gehen jetzt übrigens gleich wieder out of bounds. Eigentlich soll er hier Münzen sammeln, aber braucht er nicht. Und er fällt jetzt hier durch ein paar Ebenen und aktiviert diverse Level-Trigger. Und das Gute ist, während er das macht, sammelt er Items ein. Und vor allem bekommt er jetzt gleich die Flöte. Und die ist sehr relevant für den weiteren Verlauf des Speedruns. Ja, weil das Spiel ja so schon nicht gut genug funktioniert, ne? Genau.
by double tapping shift. He doesn't really see me. Es wird noch schöner. Oh, I didn't quick save there. That's it's gonna be fine. I'm just gonna jump through this wall because it's solid. This game was really well made. Das ist übrigens auch ein sehr schöner Hintergrund. Oh, jetzt haben wir gerade die Flöte bekommen, wie man sehen kann. Nein, für die Schlangen wird die Flöte nicht sein. Viel besser. Viel besser. Ja. I wanted to reroute this level to pick up a bomb and you can actually jump from there to somewhere else. Er kann übrigens auch sterben, wenn er falsch aufkommt. nach dem Fall. Deswegen ist es immer muss man ein bisschen aufpassen. Aber er ist safe gelandet. Um erstmal den Fluch jetzt bei dieser Prinzessin zu brechen, müssen wir mit ihr tanzen. Und wir sehen, wie schön das aussieht. Genau. Sehr ästhetisch. Arabian Nights is a masterpiece. And I have $20 from Death Knight twice saying, sup Scotty, how was the report? And I'm donating. Was auch schön ist, dass nach diesem Minispiel tatsächlich eine Cutscene ist, die man skippen kann. Warum auch immer. Aber die lässt sich tatsächlich skippen. I have $10 from Patrick PCM saying, "Wir from Germany, thank you for that awesome event. Thank you, Patrick, for the awesome donation." And $5 anonymous donation saying, "Hey Goose, good luck to your run. Reminder to support your speed friends. Always." Quick, let us go see my father so that he may unite us. So that cutscene, we met the second wife, and she's so impressed by our dancing moves that she's like, "I'm gonna marry." Er tanzt seinen Namen, stellt sich halt vor, der Gute. Und sie war davon so beeindruckt, 5 Sekunden danach schon, dass sie ihn jetzt auch heiratet. Ja, immerhin hat er sich vorgestellt, bevor sie sich heiraten. Das ist richtig. In the cutscene. Oh, hey, you actually got it. Hey. Nice. So, yeah. He has numerous qualities. We'll give him a great deal of energy. So, yeah, I've beaten the game. Das kannst du ja mal gerne ausprobieren, Alex, und dann kannst du uns ja berichten, ob das auch im Real Life funktioniert. There's like one or two more bosses after him, but they're too difficult, so we skip them. Where am I? Läuft da in der Cutscene einfach im Hintergrund rum. Ja, hat er gerade nichts zu tun. Was soll er machen? Ja. Aber der Vater muss ja erst seinen Segen geben. Oder so. So that happens when you get cutscene control. If you kill the Sultan at the exact right time, the cutscene actually ends. But I don't really know when that. Hat zwar jetzt an sich auch nicht wirklich was gebracht, dass er sich in der Cutscene bewegen konnte, aber warum nicht, ne? Ja. Ist halt der Unterhaltungsfaktor. Ja. Und da sehen wir jetzt auch schon, warum wir die Flöte gerne haben wollten. Wir können einfach Infinite jumpen damit. Und das hilft uns natürlich noch einfacher, damit out of bounds zu kommen. Ja, und alles, was du dafür machen musst, ist das Item aktivieren. Ja, ja, das war's schon. Das ist alles. Das ist Flute Jumping. Und das Ganze spart im Verlauf des Runs 20 Minuten. Das müsst ihr euch mal überlegen. Nur wegen der Flöte. Gegner auch sehr schön, sind da sehr nett und warten, während wir die Tür öffnen. Nur um dann auch direkt wieder out of bounds zu gehen. Flute jumping, ja. Now in this level we are gonna meet the gardener, who we actually talked about for a second. Jetzt sind wir in einem wundervollen Garten, weil wir die nächste Frau beeindrucken müssen. Und zwar müssen wir Blumen sammeln. Und wo geht das besser als out of bounds? Genau. Und warum sollten wir Blumen sammeln, wenn wir auch lieber durch eine Hecke gehen können? Ja. Und dann wieder ein bisschen durch Ebenen fallen. Und dabei Sachen finden sogar. Ja.
Nur um dann anschließend eine meiner Lieblingsszenen dieses Spiels zu sehen. Ach, das sind keine Glitches, das gehört alles genauso wie es ist. Nee, die nächste steht leider nicht aufs Tanzen. Da muss er sich was anderes überlegen. Wäre so einfach, wenn alle das gleiche mögen würden. Das stimmt. Die haben unterschiedliche Charaktere. You get that? Still got no idea. The voice acting is not always as good. Oh, I need magic. What the heck is he doing? Man sieht auch, die KI ist wunderbar. Läuft er erstmal an der Kante da an die, der Tür dran, anstatt direkt zu uns zu laufen, um uns anzugreifen. Das ist meine allerliebste Lieblingsszene. Und zwar müssen wir jetzt nämlich Wasser holen. Und es ist so geil, wie er diesen Eimer trägt, weil der so mega schwer ist. Der ist leer. Obwohl ihr merkt, dieser Eimer ist noch leer. Und der ist super schwer. Und der verlangsamt den Charakter ungemein. Und was natürlich auch nicht geht, ist, während wir den Eimer halten, können wir keine Türen öffnen, obwohl wir ja natürlich noch eine Hand frei hätten, ne? Das wäre zu einfach. Wir müssen den abstellen, die Tür aufmachen und den Eimer dann wieder nehmen, um weitergehen zu können. Nein, das ist ein ganz normaler Eimer, da ist nur sehr schwere Luft drin. Genau. Und den brauchen wir halt, um dann nachher eine Tür zu öffnen, für den Level-End-Trigger. Ah, das werden wir gleich schon sehen, was passiert, wenn der Eimer voll ist. Das ist auch toll. Diese random Cutscene, die wir gerade gesehen haben, muss man selbst wegdrücken, weil die sonst einfach im Infinite Loop spielt. Das heißt, die könnte auch 3 Stunden da spielen, wenn es nicht wegskippt. Füllen wir den Eimer mit Wasser und er bewegt sich immer noch genauso schnell wie vorher. Ja, offenbar hat er jetzt schon so viel Muskeln aufgebaut vom Tragen des leeren Wassereimers, dass es jetzt ein Klacksbüllen ist, den vollen Eimer zu tragen. Genau, bis der Eimer wieder leer ist, dann geht seine Kraft trotzdem wieder weg. Ja, hat er den Muskelkater erstmal, den er, mit dem er klarkommen muss. Ja, weil wir müssen halt diese Tür da öffnen, indem wir diese 4 Krüge mit Wasser füllen. Weil 2 oder 1 ja nicht gereicht hätte, ne? Bei diesem tollen Bewegungstempo. Ja. Er kann sich hier wirklich nicht schnell bewegen. Also, da mal so einen schnellen Haken schlagen, ist hier gerade nicht. I really hope we can actually find something to skip this, potentially in like the regular 90%. Because like Spielstreckung, ja. Wir müssen das ein bisschen verlangsamen. Jetzt ist damit wir diese schönen Geräusche von dem Affen im Hintergrund weiterhören können. Ja. You actually did like a casual playthrough on stream and like I tried. Well, yeah, you tried, but there's so many things in this game that are just not really. Es sieht so aus, als hätte der Prinz sich in die Buchs geschissen. But there is no proper solution. Watch the gate here, by the way. It's opening our way now, and it's gonna skip over. Dahinter, da ist auch ein Grund, warum wir uns in die Hosen geschissen haben. Dahinter der Tür ist ein Tiger. Ja. Die Tür öffnet sich übrigens gerade und dann öffnet sie sich gleich von der anderen Seite nochmal. Auch von der anderen Richtung natürlich, bei Logik. I mean, we have to pick up an item here. So the gate opened in the last cutscene, but now they opened the other way. Ja, da hat die Tür sich jetzt in die andere Richtung geöffnet. And here I have a tiny bit of cutscene control again. So I can just, you know, move around like this. Headbanging. Ja. And the tiger is trying to. So, und wie kämpfen wir gegen einen Tiger? Natürlich, wir sammeln uns erstmal die Frucht ein und dann springen wir halt mit unserer Flöte da aus dem Gebiet raus. Genau, wir müssen ja die Tiere schützen, deswegen bekämpfen wir sie nicht, sondern wir nehmen einfach die Flöte. Ja. It's just lying there in this episode, which is weird because it wasn't there just before we picked up the strange fruit. Der Runner macht das Game nicht seriöser. Ja.
Das ist hier alles total seriös. Geht ja auch nicht. Das seriös. Ist nur über unser aller Niveau natürlich, dass wir das verstehen können, wie seriös das ist. Ja, deswegen ist es ja auch im Nachtprogramm und genau. Nicht mittags. Genau, wir haben was Gutes getan für die Natur. I like the pacing of the voice lines there. He just doesn't stop talking between sentences. But yeah, he sends us to go here. We pick up this chest from the other side of the fence, you know, as you do in real life. And then we go back to where he was. But hätten wir nicht gleich über das Tor fliegen können? Theoretisch ja, aber da das Spiel dann nicht weiter funktioniert hätte, mussten wir das doch erst noch so machen, wie wir es getan haben. Jetzt sammeln wir übrigens, wenn wir gießen diese Blumen, wir machen hier dieses Blumen-Bouquet, weil wenn wir noch die Frau beeindrucken müssen. Hier sehen wir eine andere Art, out of bounds zu gehen. Und zwar springen wir einfach mit dem Kopf gegen die Decke und dann machen wir den Flutjump. Wie auch sonst, ne? Wäre ja langweilig, das immer auf dieselbe Methode machen zu können. Nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern mit dem Kopf durch die Decke. Ja, und dabei haben wir einen Teil unseres Unterkörpers verloren. Können wir mal durch uns durchsehen. Aber das ist nicht so schlimm. Es ist alles in Ordnung. Das ist fein. Ist gleich alles wieder da. Und jetzt haben wir tatsächlich Blumen eingesammelt. Juhu! Ja. One thing I haven't mentioned about this game, it actually accepts input while it's not in focus. So I was typing out a message to somebody and I came back to the game and I went over there and there were like 3 flowers there and I was like, what the heck is this? And it turns out it just, you know, spawns those flowers if you press T. Ja, und dabei überspringen wir schon 20 Minuten des Contents von dem Spiel. Das heißt, es gibt sogar eigentlich noch mehr, als wir hier sehen. Sie haben gerade erklärt, Goose und Cotty, dass man die Blumen einfach so spawnen kann. Man muss sie gar nicht sammeln, sondern man kann irgendwie T drücken und dann spawnt man sie. Das ist tatsächlich die finale Version. Ja. Genau so ist das Spiel erschienen. Wenn man überlegt, das Spiel ist von 2002, also wir haben definitiv schon Spiele in den 90ern gehabt, die solider waren als das. Ja. Aber wir haben ja auch eben in dem Awful Games Blog davor ja auch gesehen, was es da so für Spiele gibt. Und die waren wahrscheinlich auch nicht alle so alt. Das stimmt. Heinkis Spiel ist definitiv noch nicht so alt gewesen. So I was talking with you a bit earlier about where did the time save came from, and this level in particular is one that is really short now, and you're gonna see why. I'm just gonna hug this corner, make a fast save just to be safe, and I'm gonna be doing. Das Level hier, das wäre eigentlich auch sehr lang. Right. You'll see. Aber nicht wirklich. Aber wir skippen das natürlich im Speedrun wieder. Pretty normal. Yeah. Pretty standard for Arabian Nights. Ich weiß nicht, ob man das im Stream hören kann, aber immer wenn der Hauptcharakter runterfällt, hört man immer so ein Ah! Von dem Charakter, wenn er fällt. Das Sounddesign hat sich halt dem Rest des Spiels mit angepasst. Das stimmt. Aber ich würde auch schreien, wenn ich Teil des Spiels wäre. Verständlich. To a lady of
she's invisible because of how this works. Wie man sich regelmäßig 40 Minuten vor ein Spiel setzen kann, indem man das absolut nicht ernst nimmt. Ja. Yeah. Weil sonst wird man dann nämlich sehr traurig bei. And that saves a lot of time. We're gonna be fighting this guy for a better sword because the... Wir müssen eigentlich diesen, wir bekämpfen diesen Typen. And get a better sword. Now, this guy, he's supposed to like, ask you for like 20 points. Okay, jetzt geht's. Er wirft die Bombe, einfach um den Kampf zu beginnen. Normalerweise muss man nämlich dafür bezahlen. Aber wir bezahlen nicht, sondern es klappt eben auch mit der Bombe, weil... Gewalt hilft offenbar auch, um Kämpfe zu starten, was eigentlich sinnvoller ist als... Ich würde das jetzt nicht Gewalt nennen, ich würde das alternative Zahlungsmethode nennen. Ja, das ist gut, das finde ich gut. Und warum wir das machen, wir bekommen ein Schwert für unseren glorreichen Sieg. Und wir brauchen das. Dann sage ich dir das halt nicht, Kräuterblitz. Meine, es gibt auch keine 100%-Kategorie auf dem Leaderboard. Nein, es gibt nur Any% percent und Any% percent with Dialogue. Genau. Now in this cutscene, there used to be a bunch of enemies chasing you, but due to the route change, they never chase you in the entire level anyway. Ich glaube, das reicht sich auch schon, das den Speedrun mit Any% percent all Dialogues zu geben. Stimmt. Now this guy might still attack me if he walks through the door, but he didn't. So this is episode 6, I think. And I'm not sure when we're supposed to like save the next wife. Du hast mir gerade erklärt, dass man eigentlich vorher, um durch die Tür zu kommen, und überhaupt in dieses Labyrinth reinzukommen, eigentlich so ein paar Typen besiegen muss. Aber es gab eine Veränderung in der Route, sodass man das quasi auslassen kann. Ja. Was natürlich dann auch wieder schneller ist und einfacher. Das macht das natürlich ganz kurz. Klar ist, wenn du einen 100% Run gerne sehen würdest, du könntest ja der Erste sein, der dieses Spiel auf 100% run. Dann hättest du den Run auch direkt. Und ja, das hier ist das kürzeste Level. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. That's the end of the level. Bis wir auf dem Endportal landen. Und dann passt das auch schon. Nur um dann direkt weiter durch die Luft zu springen. Das Spiel kam im selben Jahr von Halo, GTA 3 oder Metal Gear Solid 2 raus. Ja, aber man sieht ja, das hier ist viel besser als diese anderen drei Spiele zusammen, eindeutig. Ich finde, man kann die schon in einer Reihe sagen. Ja, aber natürlich steht Arabian Nights trotzdem über den. Ja. Und es ist gecrashed. Ja, wirklich das, was ich gesagt habe. Es kann crashen. Wir müssen uns nicht wundern. Das ist Kunst. Ja. Ja. Oh man, this is just getting better and better. More backflip and take my money. Da müssen wir halt nochmal durch dieses ewig lange Level durch, indem wir einfach nur runterfallen. Also alles nicht ganz so schlimm. Bitte nicht mehr starten, ach verdammt. Doch, wir müssen doch noch ein Drittel des Runs sehen. Wir wollen doch wissen, ja, wie es ausgeht. So now we need to be finding our way to some kind of boss arena. And this is the boss that used to take a lot of time because we had to charge up fireballs and that just took forever, but you know. Bekommt er wenigstens das Mädchen, er bekommt sogar 5. Aber erstmal sind wir jetzt gestorben, weil er zu tief gefallen. Ja. Wie gesagt, beim Landen muss er ein bisschen aufpassen. Und deswegen kann es schon mal passieren, dass er da stirbt. 100% worth to keep
a low health in this game, because Ali has this animation where he's like almost dying, and if you are at haben wir auch erstmal einen netten Bosskampf. Keep playing that animation while in the cutscene. Fertig. Fertig. Das ist ein guter Bosskampf. Ja, ne? It's not really something you should be clapping for because we will anyway. Also richtig aktiv wird der Boss halt erst eigentlich nach der Cutscene, aber da wir ja doch wieder Umwege da reingenommen haben, ohne die Cutscene zu triggern, stirbt der Boss mit einem Schwerthieb. Ja, irgendwie ist ja auch von Out of Bounds das sichere, Bosskämpfe zu machen. Because you need to charge up so many fireballs. Looking at time, I might actually skip the next cutscene. This guy isn't really. Genau, da ist Dark Souls 3 nichts gegen. Cutscenes we need to watch, so I'm gonna show off the hottest speed deck in speedrunning. Er macht den Run. To skip the cutscene. Invalid. Turn down those obvious sliders, and this guy is like, yep. We're supposed to talk to him, and he's like a town guide, and he's talking. Gerade die den Ton auf null runtergestellt. Den Dialogton damit. Die Cutscene. Quatsch, den Dialog skippen kann. Das heißt, wir haben jetzt. Sollte das hier WR werden, wäre er nicht valide. Ja. Und warum er das gemacht hat, das ist die längste Dialog. Und zwar musste sich quasi die Story von dem Typen irgendwie zweimal auch anhören. Und es ist so, dass er wohl ich glaube, er braucht eigentlich ganz viel Geld. Er muss irgendwie ein Kamel gegen einen Geier tauschen. Aber ist irgendwie der 1000. Besucher oder so, wie er dann erfährt. Und dann bekommt er das Kamel. Und eigentlich kostet ein Kamel 500.000 Gold, die wir natürlich nicht haben. Ja, das ist so irgendwie die Story dahinter. Also auch wieder sehr seltsam. Ja. Wie der Rest ja auch schon. Ja, eigentlich schon. That one is really long as well, and I don't think it's. Hey, und wir haben eine Höhle gefunden. Also was machen wir? Wir gehen natürlich außen rum. Out of bounds. Dass wir dann direkt auf unser Ziel zugehen und nicht erst noch durch eine Höhle laufen müssen. Ja, weil so ist ja viel schneller. Ja. Wir sehen zwar nur unsere Hose, aber das ist ja unwichtig. Besser als keine Klamotten anzuhaben. Ja, aber wenn du den Rest auch nicht siehst, dann ist das ja eh egal, ne? Das Schöne ist, wir sind jetzt endlich in dieser Höhle. Und da ist eigentlich, muss man irgendwie Zauber machen und dann gibt es auch einen Boss. Und der Witz ist aber, der Boss-Trigger ist innen. Und wir sind hier außen. Ja. Und das heißt, wir können den Boss einfach von außen töten, bevor er uns angreifen genau. kann. Hat an sich dann so funktioniert wie der Boss davor auch schon. So, this is the last wife we've saved. Now, if you were particularly observant, you've counted only 4 wives in this game, even though we're supposed to save 5 of them. Ja, und das war jetzt. Wer gut aufgepasst hat gesehen, das ist die vierte Frau, die wir gerettet haben. Das wird auch die letzte bleiben, obwohl es 5 gibt. Weil wird halt länger dauern, ne? Reichen 4. Aber die fünfte. Ja, da haben wir leider keine Zeit für im Speedrun. Oh. Aber wir wollen mehr von dem Spiel. Haben wir ja schon mit den Dialogen. Stimmt, wir haben schon weniger haben können. Stimmt. Und wir haben ein Kamel. Genau. Sein Gesicht zuckt etwa. So I was listening really closely because you can actually hear whether Ali actually stops walking on the stairs, which gives you an indication of where Ali is gonna be. Hier muss übrigens tatsächlich, das ist ein richtiger Bosskampf. Hier muss er auch tatsächlich aufpassen, weil diese Feuerkugeln, die der schießt, die können einen mit einem Treffer
töten. Aber die meisten der Zauber sind harmlos, nur bei den Feuerkugeln muss man aufpassen. Ja, wir müssen kämpfen. Das ist sogar nicht das erste Mal. Wir mussten in der Nähe vom Anfang des Runs, als Backup Strat, weil er aus Versehen Save-File überspeichert hat, auch schon mal kämpfen. War zwar kein Bosskampf, aber wir haben schon mal auch gekämpft. Das kann man bei diesem super fantastulösen Gameplay ja auch mal vergessen. Stimmt. Und wisst ihr, was wir bekommen? Dafür, dass wir diesen Boss besiegen? Herald Seeds. Was auch sonst? Ja. Weil wir nämlich ein Papageien füttern müssen anschließend. Damit. So yeah, that guy can definitely stunlock you there. Luckily that didn't happen. So now we're just gonna fall through this wall and onto the bookcase and just zip through this wall. Ja, wieder ein bisschen durch die Wand gezittert. Und der ist auch unser Papagei. Genau, dem jetzt für danke. There's multiple ways of softlocking this game. Which actually happened a few times in practice. Und aus Dankbarkeit bekommen wir jetzt einen fliegenden Teppich. Juhu! Ihr seht schon, diese Logik in diesem Spiel ist unschlagbar. Wir töten einen Boss, bekommen Futter für einen Papagei, füttern ihn und bekommen einen fliegenden Teppich. Was auch sonst. And we're just gonna jump through this wall. Irgendwo kam der Teppich auf jeden Fall her. Nee, wir müssen einen Papageien füttern, um einen fliegenden Teppich zu bekommen. Und dafür müssen wir jemanden töten, um das Papageifutter zu bekommen. Hinterfragt nicht die Logik, das muss so sein. Gebrauchteppichhändler. Finde ich irgendwie schön. Wir wubbeln da jetzt gerade auch so in dieser Cutscene rum. Also Ali bewegt sich so, weil wir fast tot sind. Das passiert dann auch weiterhin in den Cutscenen. Er bleibt dann nicht normal stehen, damit das für die Cutscene schöner aussieht. Nein, er ist fast tot. Nicht besoffen. Zehn von zehn, das ist ja noch fast. Das ist ja schon noch fast zu wenig. Die haben sich gerade geküsst und dann ist der Prinz da oder was das war, auch einfach so verschwunden. Genau wie die ganzen Prinzessinnen. Jetzt wird es auch etwas seltsam, diese Cutscene. Jetzt wird es seltsam. Als wäre es nicht vorher schon seltsam genug gewesen. Seltsamer, dann sagen wir, es wird seltsamer. Der Gesang der Frauen ist übrigens recht gruselig. Ja. Und der Tanz dazu jetzt, naja, ist auch nicht viel besser. I want to give a big shout out to the ESA Scheduling Committee for recognizing the greatness that is this game. Immerhin sehen wir keinen dicken, bärtigen Mann tanzen. Es ist doch voll schade. Aber hey, wir sind fertig mit dem. Ja, das war's. This game actually is on the GOG.com wishlist. So just go on to GOG. Es ist ein großartiges Spiel. Es ist auch immer wieder schön anzusehen. Und es ist auch immer wieder spaßig, es zu kommentieren, weil es ist halt wirklich lustig. Und nein, Kräuterblitz, wir sind nicht erlöst. Es ist schade, dass wir jetzt fertig sind. Ja, schon fertig. Aber man euch, glaube ich, noch ein paar Mal während des Events, während des Restreams. Ja, ich bin übernächstes Spiel schon wieder da. Also, mich seid ihr nicht lange los. Tatsächlichchen, bei Star Contra. Bei. Hab ich schon erwähnt, dass es meine Stufe verdammt Hawaii Mist? Nein? Gut.
bei I Wanna Kill the Chameleon mit Tiger. Und nächsten hört man morgen Abend bei I